Moin, moin, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2. Letztes Mal Kampf gegen Hugh, nicht so gut gelaufen, weil, nicht voll geheilt, war dann doch ein bisschen blöd. Aber trotzdem noch irgendwie geschafft, ich war selbst ein bisschen überrascht, dass wir es noch irgendwie gerissen haben, aber hey, ich will mich nicht beschweren. Mika ist down, okay, das habe ich jetzt auch schon vergessen. Den wollte ich, glaube ich, eigentlich noch heilen, oder? Wie weit ist die nächste Stadt? Ja, wobei die nächste Stadt ist, glaube ich, noch ein Stück. Dann sollte ich vielleicht doch nochmal kurz zurücklaufen und heilen. Oder brauche ich Mikau? Achso, Mist, ich wollte vorher... Ach, egal. Ja, guck, macht doch auch schön Schaden. Laufe ich jetzt zurück und heile Mikau, oder geht das auch so? Ah, du hast Eishaut. Das ist interessant. Heilst du dich ein bisschen nach Komma, Psychoschock? Da brauche ich jetzt keine Feuerattacke für verschwenden. Und mir fällt gerade ein, ich habe, glaube ich, immer noch ein AP Plus, was ich benutzen wollte, oder? Habe ich ja schon gemacht. Ich meine, ich habe es noch nicht gemacht. Luis, Level 48. Ich will jetzt erstmal so mein gesamtes Team gleichmäßig auf Level 50 bringen. Scrafty. Keine Ahnung, was es ist. Ah, Irokex. Fusion Flare und Ende. Hoffe ich mal. Irokex, oh, hält sogar einen Angriff aus. Na gut. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich versuch's mal mit dem Ruckzucki. Vielleicht reicht's ja. Natürlich nicht. Ich war mir nicht sicher, ob ich nach der Grimasse noch schneller war, deshalb Ruckzucki. Jetzt sollte ich aber auf jeden Fall nicht mehr schneller sein. Demnach jetzt auf jeden Fall Ruckzucki, dann vermeiden wir noch weiteren unnötigen Schaden. Gut. Level 50. So, wer will als nächstes Level 50? Am besten Luise, die ist gerade vorne. Kurz gucken. Wir haben doch noch... Oder habe ich das schon benutzt? Nee, da ist es doch schon. AP Plus. Für Blaze. Am besten für Fusion Bolt. Den setze ich doch recht oft ein. Und, naja. Wenig AP und so. Nee, Schutz brauche ich hier gerade nicht. Da unten läuft ein Astrainer rum. Hier kann man Zerschneider einsetzen. Mal gucken, was wir da finden. Wahrscheinlich nur ein Item oder so. Also nichts Weltbewegendes. Ein Topschutz. Ja gut, das ist definitiv nichts Weltbewegendes. Das ist sogar schon fast unnötig. Da ich noch mehr als genug Superschutz habe. So, hier oben ging es, glaube ich, nicht lang. Da war nur eine Sackgasse. Aber ich gucke trotzdem nach und... Ich habe gerade X gedrückt, um das Menü zu öffnen. Da kommt das Pokémon. Hopp-Hüpp. Okay, ein Hauptspross. Da ich jetzt aber keine Lust habe, dass mich hier alle zwei Schritte Pokémon anfallen, nehme ich dann doch mal den Schutz. Und da kann ich auch den Super, den Top-Schutz benutzen, den wir gerade bekommen haben. Huch. Da ist er. So. Stärke haben wir auch dabei. Ja klar, Dongiro hat Stärke. Das war auch die erste Generation, ne? Also in der Schwarz und Weiß hat das ja angefangen, meine ich. Redshirt, ja gut. Dass man solche endlich mal wirklich großen Steine hatte. Vorher sahen die ja immer noch verhältnismäßig klein aus. Und sie waren vor allen Dingen vorher rund. Und vor allen Dingen blieben die zum ersten Mal in ihren Löchern, ne? Sonst musste man die ja immer wieder verschieben. Kämpfst du? Natürlich kämpfst du. Du hast doch bestimmt Wasser-Pokémon oder Kampf-Pokémon oder Gift-Pokémon. Alles, was ich mit Luise gut fertig machen kann. Castform. Ja, lassen wir mal gelten. Bin ich zwar nicht sehr effektiv gegen, aber habe jetzt auch kein Problem mit. Zumindest nichts, was irgendwie meine Pflanzen- und Psychoattacken resistet. Ihr solltet meinen Gesichtsausdruck mal sehen. Das war jetzt so definitiv so ein... Ach, come on. Das muss doch nicht sein. So, da ist das Viech zumindest weg. Was haben wir noch? Frostlass? Ein Eis-Pokémon? Ein Frostdaddy. Ich dachte vielleicht mit Psychoklinge, aber im Frostdaddy vielleicht lieber... Ach, wobei... Ach komm, Masse, Laubklinge, das sollte eigentlich zumindest viel Schaden machen. Ja, am Schwertanz reicht es auch aus, sehr schön. Ist ja der Vorteil, wenn man es weiß, Frostdaddy ist jetzt
auch wieder nicht so stabil gebaut. Cherim, das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Das könnte Kinoso sein. Ja, das ist ein Kinoso, oder? Ich weiß nicht, ich habe gerade nur die Sonnenform von Kinoso im Kopf. Das ist auch eins. Oh, so ein Crit. Das ist das Schöne. Psychoklinge und Laubklinge haben ja beide eine erhöhte Crit-Chance und mit Schwertanz ist das dann schon ziemlich unfair. Dragonrush, was ist das denn? Ist das... wie hieß die? Drachenstoß? Okay. Ist schwierig. 75 Genauigkeit ist halt verflucht wenig. Das sehe ich nicht so gerne eigentlich. Ich bin tatsächlich eher ein Fan. Ich nehme auch gerne lieber... ich bin eher ein Fan von Flammenwurf als von... wie ist die andere Attacke jetzt? Feuersturm? Flammensturm? Welche? Nee, Feuersturm hast, ne? Einfach weil ich echt ein Fan von Treffergenauigkeit bin, ich... ich habe einfach festgestellt, dass ich ständig das Pech habe, nicht zu treffen. Das nervt immer. Ja. So, du kämpfst bestimmt auch. Oh, du schenkst mir eine blaue Flöte, okay. Ach, stimmt. Ich dachte, der schenkt einem jeden Tag so ein Item. Da kann ich auch surfen. Okay, da würde ich auch noch hoch surfen, mal gucken, was da gibt. Aber erstmal hier das Haus. Ist da irgendwas Interessantes? Okay. Du. Na gut, nix. Nix Interessantes. Ich glaube, da war irgendwas in dem Haus in Schwarz und Weiß 1. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Surfen wir mal hier hoch, gucken, was wir da so haben. Schutz wirkt noch? Ich glaube schon. Okay, sieht nur eine Abkürzung aus. Mir ist gerade die Surfermusik aufgefallen, haben wir die schon mal gehört? Die kam nämlich ein bisschen komisch vor. Ja gut, das schien nur ein Alternativweg zu sein, wenn man nicht überlaufen will. Du bist doch garantiert ein Angler, den Luise locker fertig machen kann, oder? Bin ich jetzt so voll für. So, sowas ist okay. Kingler ist völlig okay. Sollte Luise eigentlich schaffen. Wobei, wir haben schon eine Menge Schaden und ich glaube, eine Laubklinge reicht nicht mal aus, ne? Schutzschild. Ich hätte Schwertanz machen sollen. In weiser Voraussicht oder so, aber... also, reicht das? Wahrscheinlich nicht, aber... ach doch, okay, hat nichts gesagt. Ich dachte, Kingla wird das aushalten. Kurebis. Das ist doch garantiert ein Alabis. Diese Alabis und Saganabis und Alabis wäre nicht so gut, weil... obwohl doch. Wäre auch egal gewesen. Egal, jetzt macht's der Don Giro. Und es war sowieso Saganabis, auch gut. Hm, joa, passt schon. Ein Pokémon, welches ich... also diese beiden, Saganabis und Alabis, fand ich irgendwie immer komisch, weil... man hatte Perlu? Das muss jetzt aber nicht sein. Man hatte Perlu? Du wisst doch, was ich da mache. So, jetzt erstmal Ersatz zu Ende bringen. So, man hatte Perlu. Und es hat sich... also eine Muschel mit einer Perle drin und das entwickelte sich entweder zu einem Aal oder einem anderen Aal. Ich weiß nicht, wie ich Saganabis nennen soll, was das sein soll. Alabis, ganz klar, soll wohl ein Aal sein. Saganabis, ich weiß nicht. Sieht auch noch sowas Aal-ähnlichem aus. Hm. Fand ich jedenfalls irgendwie komisch. Ich habe auch gerade die Typen... das Alabis war... korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das war doch, weiß ich mir jetzt gerade nicht vertue, Wasser und Licht, ne? Und Saganabis war nur Wasser oder Wasserpsycho? Das weiß ich gerade auch nicht mehr. Ich meine Wasserpsycho. Da kann ich mich auch wieder vertun. Und ein Krebutag, tatsächlich also. Ach komm. Brauchen wir kein Schwertanz, das schaffen wir auch so. Wo mir gerade einfällt, dieses Krebutag könnte sogar gefährlich werden, weil da wir eine Blaze Black 2 spielen. Eine, es gibt ja so viele. Naja, theoretisch endlos, wenn man sie sich downloaden kann, aber ist ja egal. Es könnte Kraftkoloss haben. Das wäre dann, also die Fähigkeit, Kraftkoloss, möglicherweise auch die Attacke. Das, aber so von der Fähigkeit her wäre das dann gar nicht mal so nice. Dann, das tut weh. So ein Krebutag, das kann dann ganz schön wehtun. Und da war gerade Alabis, was jetzt auch schon wieder weg ist. Gut. Nummer 1. Bitte der nächste. Was hast du denn so dabei? Na, wahrscheinlich jetzt irgendwie... wir haben noch... fällt mir jetzt ein.
Oh, Aquana, cool. Wir haben noch gar keinen Trainer gesehen, der irgendwie mal so 6 Skarpado dabei hatte, oder? Ich meine mich gerade nicht daran erinnern zu können, aber gab es nicht immer einen davon? In jeder Generation? In jeder Edition vor allen Dingen einfach auch? Gut, kann natürlich sein, dass ich jetzt hier beim eigenen Pokémon-Spiel dann sich gedacht, oh nö, das wollen wir nicht. Wir hätten natürlich machen können, dass, das wäre das Beste. Wenn man einfach einen Doppelkampf macht, wo zwei Angler sind, die beide nur 6 Carpado haben. Oder halt 3, weil die können ja nur zusammen 6 haben. Aber trotzdem, wäre auch mal was Lustiges. Jones. Oh, wir haben Jones besiegt. Indiana Jones? Nein, einfach nur Jones. Schade. So, was haben wir hier oben noch? Könnte man da oben irgendwie hinsurfen? Ich weiß nicht, ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus. So, hier... Hier ist der Alternativweg, genau, der führt da unten hin. Da ist noch ein Ranger. Komm her. Ich will nicht so weit ins Gras rennen müssen. Komm du zu mir. Wir müssten übrigens bald... Ich bin mir gerade nicht sicher, wo das ist. Ich glaube sogar noch auf dieser Route, wo wir jetzt sind, müssten wir eines der 3 Pokémon treffen. Terrakium, Viridium, Kobalium. Ich glaube, es ist Kobalium, aber könnte auch Terrakium sein. Viridium bin ich mir noch relativ sicher, wo man es findet, aber bei den anderen beiden keine Ahnung. Was machen wir denn da? Was ist da? Ich glaube, hier ist Fusion Flare die beste Wahl. Ja. Da triffst du alles mit. Voluminas, das... Eines der... Ich weiß nicht, es ist meiner Meinung nach schon irgendwie hässlich, das Teil. Aber irgendwo hast du auch wieder Style. Einfach... Man sieht es sich an, es ist ein riesiger schwebender Stein mit einem gigantischen Schnurrbart. Was zur Hölle? was ist das für ein Ding? Naja. Ich sehe gerade, Luise ist schon Level 51. Habe ich gar nicht gemerkt. Wo waren denn die beiden Level-Ups? 49 habe ich gerade noch in Erinnerung. Ja, egal, dann muss jetzt wieder jemand anders nach vorne gleich. Sandsturm. So einen Sandsturm kann man ja austricksen, ne? Ich meine, wozu haben wir denn... Genau. Wozu haben wir denn unseren Blaze? Donnerblitz dürfte immer noch... Ah, ein bisschen wehtun. Nicht nett. Oh, ziemlich viel Schaden. Also... Moment mal, wie soll ich jetzt... Hä, wieso Lichtkanone? Ich wollte doch Donnerblitz wieder... Ach, was soll's. Ja, dafür schon relativ viel Schaden. Aber man muss schon sagen, ich glaube wirklich, dass... das macht wieder tierisch wenig Schaden. Ich muss echt sagen, ich bin froh, dass wir noch Magneton behalten haben, weil ich glaube echt, dass es die bessere Wahl war. Mit dem Evoliten doch... Was? Was? Oh, ich weiß jetzt nicht genau, welche Fähigkeit das war. Weiß ich gerade echt nicht. Aber, come on. Das ist keine Fähigkeit, die dieses Pokémon normalerweise hat. Blitzfänger? Ne, Blitzfänger erhöhte Spezialangriff. Das gerade war Init erhöht. Also, welche war das? Weiß ich jetzt nicht, aber trotzdem. Das ist keine Fähigkeit, die das wie ich normalerweise hat. Es hat Plus, Minus oder Neutraltor so. Zumindest ist es bei der Weiterentwicklung so und ich bin mir ziemlich sicher, dass die davor die gleichen Fähigkeiten haben. Wäre sonst bescheuert, dann würde ja niemand einen Klick-Die-Klack benutzen, sondern es immer auf Klick-Klack halten. Voll nicht nett und so. Wirklich, voll nicht nett. Und ich mag diese Reihe um Kämpfe immer noch nicht, die dauern so lange. Kriegst du halt auf die Fresse, ist mir doch egal. Reicht da auch aus. Probopass? Hab ich gerade gelesen, hieß das Ding echt so? Beende mal schnell den Kampf. Ich habe auch gerade keine Lust mehr auf diese
nervige Musik, weil Rokopter fast down ist. Gut, danke schön. So, welche Beere schenkst du mir? Es ist eine Zitrusbeere. Ja, die kann man bestimmt mal gebrauchen. Ja, ja. Rotation Battles sind scheiße, finde ich auch. So, wer ist jetzt Don Gero? Bist der einzige. Obwohl, ich könnte auch Air Force. Ich wäre echt dafür, mein Team mal wieder zu heilen. Die nächste Stadt ist auch nicht mal weit. Aber ich möchte noch vorher die Route hier erkunden. Da ist noch ein Trainer. Ach komm. Das. Wo geht's jetzt hier lang? Ich weiß es nicht. So. Du bitte aber im Einzelkampf, oder? Ja, sieht gut aus. Und ein Laternecto. Lampend. Aber habe ich damit Don Gero genau die richtige Wahl getroffen. Stärke in your face. Jupp, sieht gut aus. Ich mag Skelabra. Skelabra ist toll. Könnte vielleicht ein bisschen schneller sein, aber ist toll. Und ein Kramschiff. Oh, jetzt packen sie aber die schönen Pokémon aus. Das wiederum ist gar nicht mal so schön. Das muss ich jetzt nicht haben. Es reicht nicht. Oh. Das überrascht mich jetzt schon ein wenig. Aber wir sind plötzlich schneller. Okay, dann waren wir wahrscheinlich gerade gleich schnell. Oder er hat jetzt eine Attacke eingesetzt, die weniger Prio hat. Was ich gar nicht glaube. Dann sind wir einfach ungefähr gleich schnell. Was auch schon ein Wunder ist, da Don Gero sehr langsam ist. Gut, aber zwei schöne Pokémon. Kramchef und Laternecto. Irgendwie leckt es gerade ein bisschen bei mir, glaube ich. Reagiert komisch auf die Steuerung, das Spiel. Soul Rock. Ja, nicht Hard Rock, sondern Soul Rock. So, was gibt's denn hier noch? Bestimmt noch irgendwie ein Item oder so. Star Piece, ja toll, kann ich verkaufen. Nichts Wichtiges für uns also. Ich glaube, Geld haben wir genug. Wir könnten sogar noch mehr Geld kriegen, wenn Mikau wieder kämpfen würde, weil der hat ja das Münzamulett, glaube ich. Oder was trägt er sonst? Nee, müsste das Münzamulett sein. Turbo-Tempo, ja mach nur. Ich habe nicht vor zu kämpfen, ich will fliehen. Hey, das macht verhältnismäßig viel Schaden. Ich habe gerade mal eine Frage. Wer von uns trägt eigentlich die Überreste? Weil ich habe dort zwei, oder? Du hast nichts. Okay. Ich sehe gerade, wir haben wohl einige Items doppelt bekommen, denn... Wann ist die Überreste? Noch zwei, da bin ich mir sicher. Oder habe ich die immer noch nicht vom PC abgeholt? Ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass die Überreste immer noch auf dem PC sind, oder? Das muss in der nächsten Stadt auch sofort nachgeguckt werden, aber ich habe jetzt erstmal hier... So. Aeralfoss, wir haben noch gar nicht mit dir gekämpft, aber es wird mal Zeit. So, welchen Weg nehmen? Ach, da ist Kobalium. Fangen will ich es nicht. Ich werde es vielleicht mal irgendwie platt machen oder so. Oder weiß nicht. Du willst es aber nicht sofort kämpfen, oder? Nö. Ja, okay, es war Kobalium. Das steht jetzt da rum und ja. Man kann es fangen, wenn man möchte. Oder platt machen. Lasst mich in Ruhe, ich will ins Pokécenter. Hallo Link. Tschüss. Ah, just fly. Okay, das erklärt, warum du so schnell hier bist, ne? Naja, danke für die Hilfe. Schöne Stadt hier, finde ich auch. Lass mich in Ruhe, ich will meine Pokémon heilen. Nein! Was soll das? Alter, lass mich in Ruhe! Oh Gott! Nee!
Unnötig! Ja, ja, erzähl mir eine Story, schön. Komm in. Nee, nee, mach hinne. Oder lass mich in Ruhe. Aha! Ich will das jetzt nicht. Hinter uns ist ein. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Diese, die Riesenhöhle. Ist blockiert. Nee, früher konnte man da rein. Irgendwas ist da mal vom. Ein Meteorit? Warte, das wäre Deoxys. Da ist wohl mal ein Meteorit vom Himmel gefallen, da war ein Pokémon oder sowas. Nee, das wäre dann Deoxys. Bla bla bla. Und das Pokémon hat Menschen gefressen. Oh, cool. Ach ja, und deshalb ist in dieser Stadt irgendwie auch die Sage, dass man halt das Haus nachts nicht verlassen sollte, weil sonst das Pokémon kommt in deinen Frist. So, darf ich mich jetzt heilen? Danke, lasst mich in Ruhe. Ich hätte es wissen sollen. Ja, ich bin... Ja, bestimmt, was auch immer. Lasst mich... ich habe jetzt echt keine Lust auf euer Gerede. Ja, das muss nicht sein. Zekrom ist ein altes Drachen-Pokémon, was von... N gefangen wurde und ja, toll. Er ist irgendwo damit hin. Könntet ihr mich jetzt mal hier aus der Cutscene rauslassen? Vielen Dank auch. Mensch. Das Blöde ist einfach, dass ich sowieso kaum ein Wort verstehe, weil ich kann das da durchlesen, aber ja. Mein Englisch ist not the yellow from the egg. Ich habe Hugh gesehen. Der will doch garantiert wieder kämpfen. Okay, wie machen wir es jetzt? Nächster Part würde ich sagen, erstmal noch den einen... Da war noch ein Trainer, glaube ich, auf der Route rechts von hier. Deshalb werde ich da dann zuerst hingehen und danach, ja, wahrscheinlich mal mit Hugh gucken. Oder vielleicht vorher gucken, ob wir in die Riesenhöhle, Riesengrotte, ich weiß nicht mehr, ob wir da reinkommen. Ich glaube nicht, aber Versuch schadet nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.